Prinzessin, wo bist du? Komm her, Prinzessin. Wo steckt sie nur? Wir wollen uns doch verabschieden. Da bist du ja. Was machst du denn auf dem Auto? Sie will bestimmt nicht, dass wir wegfahren. Ach, wir kommen doch bald wieder. Außerdem kümmert sich Familie Reisig bestimmt ganz gut um dich. So, jetzt aber runter mit dir. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Sie würde nur auf den Campingplatz verloren gehen. Kinder, ihr müsst auch noch euer Gepäck holen. Ja, wir kommen ja schon. Puh, ist der schwer. Ah ja, der passt gerade noch so rein. Holt schnell eure Sachen und dann gehen wir uns noch schnell bei den Reisigs verabschieden. Machen wir. Ich freue mich schon so aufs Campen. Ich mich auch. Der Campingplatz ist bestimmt toll. Und wir sind direkt am Meer. Hallo. Hallo. Wir wollten uns verabschieden. Wir fahren jetzt los. Viel Spaß auf dem Campingplatz. Dankeschön und danke, dass ihr auf Prinzessin aufpasst. Kinder, passt bei euch noch die Decke rein? Ja, gerade noch so. Ach, super. Und diese Tasche kommt zu mir nach vorne. Dann können wir auf der Fahrt was essen und trinken. Na dann geht's los. Ab in die Ferien. Fahren wir jetzt die ganze Zeit nur auf der Autobahn? Nein, wir müssen nämlich auch durch die Berge fahren. Das wird bestimmt toll. Und wann sind wir da? Das dauert noch lange. Schade. Wenn wir freie Fahrt haben, kommen wir wahrscheinlich heute Abend an. Okay. Der Verkehr wird immer dichter. Ich glaube, heute fahren viele in die Ferien. So langsam wird's ganz schön steinig. Ich glaube, wir kommen in den Bereich der Berge. Da hinten sind die Berge. Ich sehe sie schon. Eine wichtige Verkehrsmeldung für die A Bergfeld. Oje, das ist unsere Strecke. Wegen einem Steinbruch ist der Weg durch die Berge gesperrt. Die Räumungskräfte werden erst morgen früh eintreffen. Da keine Ausweichstraßen bestehen, verteilen sie sich bitte auf die nahegelegenen Raststätten. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wir sollten schnell auf eine Raststätte fahren. Der Verkehr wird immer dichter, nicht dass wir keinen Platz mehr bekommen. Was ist los, Mama? Wir werden wohl auf einer Raststätte übernachten müssen. Wir können erst morgen früh weiterfahren. Ah, ich biege hier ab. Da ist eine Raststätte. Hallo. Müssen Sie auch durch die Berge fahren? Ja, eigentlich schon. Sie kennen auch keine andere Strecke, oder? Ne, durch die Berge ist der einzige Weg. Okay, dann noch einen schönen Tag. Jo, Ihnen auch. Michael, müssen wir jetzt wirklich die Nacht hierbleiben? Ja, wir können erst morgen früh weiter. Dann campen wir also hier? Ja, so ist die Lage. Juhu, das ist ja voll aufregend. So kann man's auch sehen. Komm, wir erkunden gleich den Rastplatz. Stopp, 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 ihr bleibt schön hier. Aber warum denn? Das ist ein Rastplatz, kein Campingplatz. Hier fahren dauernd Autos herum und wir sind direkt an der Straße. Das ist viel zu gefährlich. Ich stimme zu. Och Mann, dann ist es ja hier voll blöd. Hey, mit mir ist gar nichts blöd. Wer bist du denn? Meinem Vater gehört das Wohnmobil neben euch. Kommt ihr mit den Rastplatz erkunden? Nein, wir dürfen nicht. Hä? Warum das denn? Unsere Mama sagt, dass es zu gefährlich ist. Tja, ihr habt doch nur Schiss. Typisch Mädchen. Was ist denn mit dem los?
Kinder, kommt zum Abendessen. Ja, wir kommen. Mama, uns ist langweilig. Spielt doch Karten. Wir wollen aber lieber rausgehen. Ich muss hier aber das Geschirr abwaschen und alleine dürft ihr nicht raus. Ich kann mit euch rausgehen, dann kann ich auch gleich mal schauen, wie wir morgen fahren. Juhu! Fang! Aua, du hast mich mit dem Ball getroffen. Entschuldigung. Schon gut, aber wo ist der Ball hin? Puh, ihr könnt ja noch nicht mal richtig Ball spielen. Soll ich euch mal zeigen, wie das richtig geht? Warum bist du so gemein zu uns? Ihr könnt's halt einfach nicht. Ich kann's viel besser. Soll ich euch mal zeigen? Das ist einfach Jungssache. Halt doch einfach deinen Mund, du nervst total. Boah, seid doch nicht gleich so beleidigt. Dann halt nicht. Zuh. Mann, ist der blöd. Komm, wir spielen weiter. Aufpassen, der Ball kommt. Mann, was guckt der so? Der soll weggehen. Lena, der Ball kommt. Ahaha, so schlecht. Mann, ich zeig dem, wie gut ich werfen kann. Lena, der war viel zu weit. So kann ich den Ball doch gar nicht fangen. Tut mir leid, Paula. Wo ist er denn hingeflogen? Hier ins Gras? Wo ist er? Weiß ich doch nicht, ich suche ja schon. Nein, ich meine den Jungen. Hm? Denkst du, er hat den Ball genommen? Vielleicht. Wollen wir mal klopfen? Lieber nicht. Komm, wir holen Papa. Nee, der ist beschäftigt. Hey, was glotzt ihr so? Wollt ihr doch, dass ich euch zeige, wie man richtig Ball spielt? Ups. Wir suchen unseren Ball. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Zufällig nein. Aber ich kann euch helfen, ihn zu suchen. Ich bin nämlich Meisterdetektiv Dennis. Ich find alles. Wer's glaubt? Ich such da hinten. Wir haben gar nicht gesagt, dass du uns helfen darfst. Gut, wenn ihr euren Ball nicht wollt, dann eben nicht. Ja, dann such halt mit. Gut, also, ich such da hinten. Da habe ich schon geschaut, da ist er nicht. Ich finde alles. Ich bin Meisterdetektiv Dennis. Und vielleicht siehst du auch einfach nur nicht richtig. Ich suche da hinten. Mann, dieser Dennis ist so blöd. Der findet den Ball bestimmt auch nicht. Ich trau dem nicht. Mal schauen, was er macht. Schön aus meiner Hosentasche heraus. Keiner hat's gesehen. Und ich bin der größte Held. Ich hab den Ball gefunden. Wo war er? Du Lügner, ich hab's genau gesehen. Du hattest den in deiner Hosentasche. Gib uns sofort den Ball zurück. Los. Reg dich mal ab. Mann, ihr Mädchen versteht echt keinen Spaß. Und jetzt verschwinde, du Blödmann. Boah, ey, solche Zicken. Wie kann man nur so blöd sein? Komm, wir gehen rein. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. Papa, wir gehen rein. Okay, wir müssen jetzt eh schlafen. Morgen geht's früh los. So, jetzt geht's los. Hoffentlich kommt uns nichts mehr in die Quere. Das andere Wohnmobil ist auch schon weg. Die fahren in die gleiche Richtung wie wir. Thank you.
melde uns kurz an. Hallo, wir sind Familie Neumann. Wir haben einen Platz reserviert für unseren Wohnwagen. Ah ja, genau. Sie haben den Stellplatz Nummer 29. Viel Spaß. Dankeschön. Ach, da ist ja das Wohnmobil vom Rastplatz. Oh nein, bitte nicht. Ist was, Lena? Nee, nee. So, hier ist unser Stellplatz, die Nummer 29. Hoffentlich nervt der Junge nicht so. Das war's mit dem Video. Was passiert wohl mit diesem Dennis? Wird er weiter nerven? Wird er nicht weiter nerven? Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich auf euch.